Fritz Edlinger und Hans-Christoph von Sponeck diskutieren gemeinsam über die internationale Schutzverantwortung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen und Ihnen danken, dass Sie den Weg bei dem schönen Sommerabend hierher gefunden haben. Es freut mich zunächst einmal ganz besonders, dass ich einen alten Freund, kann man das unter uns schon so sagen? Gell? Muss man. Ja, gut. Also wirklich einen sehr guten alten Freund begrüßen kann, den wir noch nicht allzu oft in Wien gehabt haben und der auch im Hans von Sponeck, darf dich begrüßen noch einmal ganz offiziell. Dankeschön fürs Kommen. Er hat in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift International, die Sie heute auch hier aufliegen haben, sie ist heute in der Früh ausgeliefert worden, also das hat noch niemand außer jenen im Büro, das ist auch die Abonnentinnen und Abonnenten werden sie in ein paar Tagen per Post bekommen, also Sie können das gerne heute auch schon mitnehmen. Er hat in dieser Ausgabe einen Artikel geschrieben, auf meine Bitte hin, und zwar mit dem etwas sperrigen Titel, aber den werden wir im Laufe des Abends ja auflösen, Internationale Schutzverantwortung, R2B, Gefahr der guten Norm in falschen Händen. Ich glaube, dass das ein sehr heißes und aktuelles Thema ist, kann jeder sehen, der oder die die aktuellen weltpolitischen Ereignisse verfolgt. Das ist also das letzte Beispiel haben wir in Libyen vorher exerziert bekommen. Bei Syrien ist man gerade dabei, irgendwo einen Weg daran vorbei oder doch durchzufinden. Also es ist zweifellos eine der ganz spannenden Themen der internationalen Beziehungen, auch im Zusammenhang mit der ganzen Organisation der sogenannten internationalen Staatengemeinschaft. Und Hans ist ja in einer ganz besonderen Weise auch damit beschäftigt, als ehemaliger jahrzehntelanger UN-Beamter und Diplomat ist er einer, ich bin sicher, du hast wie immer in deinem rechten Brusttaschel, im linken die UNO-Charta, das ist also, solange wir erkennen, wenn immer etwas ist und wir zusammen sitzen, es gibt eine Frage, weiß ich, er hat hier die UNO-Charta, also er ist wirklich ein UNO-Fundamentalist in dem Sinn und er ist seit Jahren damit beschäftigt, die UNO gegen jene zu verteidigen, die sie missbrauchen. Und insofern ist er als jahrzehntelanger UNO-Mann, wir haben uns auch kennengelernt bei seinem letzten Posten oder nach seinem letzten Posten als Irak-UN-Koordinator, wo er ähnlich wie sein Vorgänger im Protest gegen die Ausübung der UNO-Sanktionen demissioniert ist. Und seitdem ist er auf einem Pfad und ist einer jener, die Fundamente der UNO gegen die Praxis der UNO verteidigen, in einer sehr saloppen Weise gesagt. Und dieses Thema mit der internationalen Schutzverantwortung, R2B, ist eines der Beispiele dafür. Im Übrigen darf ich Sie nur darauf hinweisen, im Heft selbst ist eine etwas kürzere Fassung, das war die erste Version und die zweite überarbeitete Version hat unseren Redaktionsschluss nicht mehr gepackt, auf gut wienerisch gesagt, daher gibt es hier eine Endversion, eine Langversion, die liegt draußen auf in kopierter Weise und sie ist also etwas ausführlicher und in manchen Bereichen eben besser auch dokumentiert als der Artikel im Heft. Es tut mir leid, wenn Sie da in zwei Versionen das sehen, aber wenn Sie ausführlicher sein wollen, dann halten Sie sich an diese Version. Gut, damit herzlichen Dank nochmals und Hans, du hast das Wort für die nächste halbe Stunde. Also hellhörig wie ich bin, habe ich registriert eine halbe Stunde. Aber wenn ich ausgehe. Ja. Meine Frau hat auch gesagt, danach wird sie unruhig. Also ich brauche nicht zu betonen, dass ich sehr gerne
nach Wien gekommen bin. Und ich bin überrascht, dass bei diesem tollen Frühlingswetter trotzdem Sie sich die Zeit nehmen, hierher zu kommen, zu einem Thema zuzuhören und hoffentlich auch ein bisschen zu diskutieren, was eigentlich furchtbar langweilig klingt. Schutzverantwortung. Das erinnert mich ein bisschen, vielleicht sogar an Babysitting, ich weiß es nicht. Aber Schutzverantwortung klingt langweilig und R2P, das klingt wie H2O, ein bisschen nach Chemie, vielleicht etwas mysteriös. Aber wie Dr. Ehlinger gesagt hat, hinter diesem neuen Begriff Responsibility to Protect, da steht schon viel Spannendes und darüber ein paar Worte. Aber bevor ich mehr sage, wollte ich auch einfach der Österreichisch-Arabischen Gesellschaft danken für die Einladung. Meine Frau und ich sind gerne wieder hier in Wien und es ist nach dem, was Dr. Ehlinger gesagt hat über unsere Freundschaft, mag es so erscheinen, als ob ich hier schmeichle, wenn ich Folgendes sage, aber was ich sage, habe ich mir gut überlegt, das ist nicht in Wien entstanden, sondern dort, wo ich herkomme, aus Süddeutschland. Nach meinem Rücktritt, nach 32 langen Jahren in der UNO und das Erscheinen in einer neuen Welt, der Welt der nichtstaatlichen Organisationen, der ja, Friedensfechter, Verfechter, ist mir eins aufgefallen. Und zwar, dass in Europa wir in vielen Ländern gute und aktive Friedensarbeit und Aufklärung auch, konstruktive Aufklärung leisten, aber mit ziemlich geringen Resultaten. Wenn ich mir die Karte anschaue von Europa, dann würde ich identifizieren Spanien, Frankreich, auf jeden Fall England, als drei Länder, die nach wie vor sich aktiv über Friedensfragen international äußern, besonders die Spanier und besonders die Engländer. Und die Italiener waren mal stark, sind aber schwach geworden. Die Skandinavier gehören zu denen, was ich auf dem Weg hierher auf einer Tafel gelesen habe, über eine Taubstummenschule. Die sagen nämlich kaum was. Und das enttäuscht mich enorm, denn im Rahmen meiner Erfahrung mit in der UNO waren die Skandinavier immer die großen Wortführer für den Mut, sich für den Frieden einzusetzen. Und warum das sich besonders seit 2001 geändert hat, das verstehe ich nicht ganz. Aber was ich jetzt sagen wollte, ist, Dr. Ehlinger und die Österreich-Arabische Gesellschaft ist ein Vorbild in der europäischen Friedensdiskussion. Und Dr. Ehlinger als Generalsekretär hat immer wieder bewiesen, dass er den Mut zur Aussage hat und dass er auch bereit ist, Unbequemes dafür zu ernten. Wer heute gegen den Strom schwimmt, der muss manchmal mit Schmerzen reagieren. Man wird angegriffen, man wird verleumdet, man wird ignoriert, weil man das Richtige sagt, weil man das sagt, was andere denken, aber nicht den Mut haben zu sagen. Dr. Ehlinger verdient wirklich großen Dank von uns allen, dafür, dass er eben diesen Mut aufbringt. Und es ist eine Freude zu sehen, dass in Österreich Generalsekretäre länger im Amt sind als Generalsekretäre, mit denen ich im Laufe meiner Zeit zu tun gehabt habe, im internationalen Dienst. Tja, das Thema. Ich habe gesagt, dass hinter dem Begriff Schutzverantwortung sehr viel steht, was spannend ist. Spannend ist das eine, aber was wichtig ist und was auch bestimmend ist für die Zukunft, die vor uns liegt. Und was dahinter steht, hat zu tun natürlich mit den internationalen Beziehungen in diesem 21. Jahrhundert, hat zu tun offensichtlich mit der Erhaltung des Friedens
und hat immer mehr zu tun, was eine gute Entwicklung in der internationalen Diskussion ist, mit Menschen, Menschenrechten. Die, als ich 1968 zur UNO kam, da hat man vieles getan, was mit Menschenrechten zu tun hatte. Aber man hat bewusst diese Menschenrechte nicht in die internationale Arbeit einbezogen. Das ist im Laufe der Zeit erst gekommen. Und heute, ich habe eine Kollegin hier aus dem Zentrum, die sicher bestätigen kann, dass heute vieles, was oder fast alles, was man tut heute, ultimativ mit Menschenrechten verbunden wird. Und das ist gut. Für mich ist dieses Dokument, was Herr Edinger mir zugeordnet hat, hier die UNO-Charta, die wirklich immer bei mir ist, weil ich dieses Buch so oft gelesen habe und immer wieder Neues entdecke in diesem Büchlein, was wirklich von weisen Frauen und Männern 1945 verfasst worden ist. Es sind ja kaum Veränderungen im Laufe der Jahre durchgeführt worden. Also das Dokument ist mehr oder weniger, auch übrigens als Deutscher berührt mich das natürlich, mit 5 Feindesklauseln. Die immer noch, die alle mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben, die da also immer noch drinstehen und uns oder die internationale Gemeinschaft daran erinnern, dass es mal Italien, Japan und Deutschland gegeben hat, die schlimme Dinge getan haben. Also es wäre gut, wenn man das langsam mal aus diesem Dokument entfernen würde. Aber die UNO-Charta ist wirklich, wirklich ein Dokument der Schutzverantwortung. Auf jeder Zeile, auf jeder Seite steht irgendetwas, was einen Bezug hat auf die Verantwortung zum Schutz, ja, darüber müssen wir mehr reden, zum Schutz der Staaten, jawohl, aber immer mehr auch zum Schutz der Menschen. Auf allen Ebenen beschäftigt sich dieses Dokument mit diesem Begriff, indirekt meistens oder häufig. Auf dem staatlichen, auf dem politischen, die rechtliche Ebene und die persönliche Verantwortung der einzelnen Menschen für den Schutz des Nachbarn und der Mitmenschen in der eigenen Umgebung. Und deshalb komme ich zu dem Schluss, dass die UNO-Charta in gewisser Weise eine Magna Carta der Schutzverantwortung ist. Und diese Magna Carta ist aber im Laufe der fast 67 Jahre ist diese Magna Carta, diese UNO-Charta immer mehr neu definiert, neu interpretiert worden. Was 1945 Schutzverantwortung bedeutete, hatte zu tun mit internen Angelegenheiten. Es ging darum zu sagen, Schutzverantwortung im Lande ist eine interne Angelegenheit. Und niemand hat sich von draußen da einzumischen. Das war 1945 so der Grundansatz, etwas simplifiziert ausgesagt. 2012, nach diesen vielen Jahren, ist der Begriff der Schutzverantwortung grundlegend anders ausgelegt. Und darüber müssen wir ein bisschen natürlich in die Tiefe gehen. Aber bevor ich das tue, möchte ich einfach auch deshalb, weil die UNO eigentlich immer, wenn sie in der Presse erscheint, kritisch angeschaut wird. Soll man sich doch bitte mal überlegen, was in diesen 67 oder fast 67 Jahren auch an Positivem, an Wichtigem erreicht worden ist. Und das kann man sehr schön sich darlegen, wenn man sich mal anschaut, wie sieht es aus mit den Strukturen, wie sieht es aus mit dem Inhalt. Wie sieht es aus mit internationalem Recht? Ganz, ganz oberflächlich in der Zeit, in der ich habe, will ich nur eine Minute darauf verwenden, mal eine Bilanz zu ziehen, die nicht nur negativ ist. Die Struktur, der kleine Baum, der 1945 gepflanzt worden ist, die UNO als Nachfolger des Völkerbundes, hat heute ist ein starker Baum mit großen Ästen. Neue Äste kommen immer wieder zu diesem Baum hinzu. Es gibt neue Organisationen. Hier ist UNIDO zum Beispiel, ist eine,
ein Teil der UNO, des UNO-Sekretariats gewesen, das in Wien angesiedelt war. Heute ist die UNIDO eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Es gibt seit dem letzten Jahr, lange ist darüber geredet worden, es gibt eine Frauenorganisation heute. Eine Bündelung von Einheiten, die sich mit Genderfragen befassen, die heute zu einer Sonderorganisation geführt hat, einer UN Agency, UN Women heißt diese Organisation. Es gibt auch alte Äste von diesem Baum, die abgesägt worden sind. Es gibt wir haben keine UNO-Treuhandgebiete mehr, also braucht man auch dieses Treuhandsystem. Einer der fünf Pfeiler der ursprünglichen UNO braucht man nicht mehr. Also es ist viel da zu sagen, aber will ich es dabei belassen mit Strukturen. Wenn Sie sich den Inhalt anschauen, ich glaube, Sie können mir nicht ein Gebiet nennen, es wäre gut, versuchen Sie es bitte, des menschlichen Wissens oder der menschlichen Neugierde, das nicht von der UNO behandelt wird. Entweder ist es die UNO oder es sind die Sonderorganisationen oder es sind die Fonds und anderen Einheiten der UNO, die sich auf allen Gebieten mit den Fragen internationalen Zusammenlebens befassen. Auf allen. Von der Abrüstung zur Entwicklungshilfe, zu Menschenrechte, zum Klima, Technik, was Sie wollen, Terrorismusbekämpfung, Finanzen, Sie finden das. Irgendwo gibt es in der UNO Einheiten, die sich mit diesen Gebieten befassen, die forschen, die innovativ arbeiten. Die UNO ist überhaupt nicht dieser Dinosaurier, von dem man immer sagt, das ist eine verkrustete, überbürokratische Organisation, die nichts zustande bringt. Das ist einfach eine Falschaussage. Es ist nicht eine Frage der Sichtweite oder der, wie man die Sache sieht, sondern es ist ein Fehler. Es ist kein Faktum, das hier genannt wird. Und dann besonders beeindruckend, muss ich sagen, ist die Entwicklung auf dem Gebiet des internationalen Rechts. Was da an Neuem dazugekommen ist, nachdem 1945 diese Charta geschrieben wurde, ist enorm. Es hat die Pakte gegeben, das ist internationales Recht, die in den 70er Jahren geschaffen wurden, zu zivilen, politischen, kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Rechten. Das ist eine große Einheit neuen internationalen Rechtes. Wir haben eine Frauenkonvention, wir haben eine Kinderkonvention, wir haben eine Landminenkonvention, wir haben eine Folterkonvention. Also wenn man das sich alles anschaut, Struktur, Inhalt und Recht, kann man sagen, etwas zynisch vielleicht, auf UNO-Papier sieht die Welt gut aus. Und der politische Wille ist eben leider bisher nicht so ausgeprägt, wie er sein sollte, um das umzusetzen, was man mit seinem Kopf und seinem Intellekt weltweit zusammengetragen hat in dieses UNO-System. Aber zurück zum Thema. Schutzverantwortung ist in dieser engen Auslegung, Souveränität heißt, dass Schutzverantwortung nur bei den Staaten selber liegt für das, was in ihren Ländern geschieht. Das ist immer mehr als unzeitgemäß erkannt worden und verurteilt worden. Und der erste Anker, um eine Neudefinition dieses Begriffes Souveränität zu schaffen, ist dieses Konzept der Failing States gewesen. Also das Konzept der zerfallenen Staaten, so wie wir sie in Somalia zum Beispiel, in Äthiopien, in Simbabwe, im Sudan und auch wenn man auf einer anderen Ebene sich das anschaut, in dem ehemaligen Jugoslawien und wenn Sie über ein Jahr in einem Land leben, wo es keine Regierung gibt, wie Belgien, dann kann man auch da argumentieren, in gewissem Sinne war, ist das auch ein zerfallener Staat gewesen, der nicht mehr in der Lage war, und das sind ja die Grundelemente, die Frage beantworten, ist ein Staat ein zerfallener Staat, wenn er keine Verwaltung mehr hat, wenn er die Justiz nicht mehr durchführen kann, wenn er sich um das Wohl der Bevölkerung nicht mehr kümmern kann, dann ist das, sind das alles eben Elemente eines zerfallenen
Staates. Und da ist eben dann die Diskussion immer stärker geworden, die sagte, da müssen wir dann im Sinne der internationalen Schutzverantwortung müssen wir eingreifen von draußen. Und die UNO sagte dann sehr schnell, ja, aber mit friedlichen Mitteln. In erster Instanz und hoffentlich in letzter Instanz mit friedlichen Mitteln. Und das, was so, also ich sage meinen Studenten, ich habe einen Lehrauftrag in Marburg immer wieder, wenn es einen Artikel in dieser ganzen Charta gibt, der für unser Zusammenleben wichtig ist, dann ist es der Artikel 51, das Kapitel 7 der UNO-Charta, in der das Recht für die Selbstverteidigung definiert wird, aber, und das trifft auch auf dieses Thema Schutzverantwortung zu, aber nur durch den UNO-Sicherheitsrat. Das heißt also, der UNO-Sicherheitsrat, was immer man über diesen Rat denken will, hat das Monopolrecht im internationalen Recht für die Entscheidung, mit welchen Mitteln man vorgehen sollte. Das muss immer wieder betont werden, weil es immer wieder ignoriert worden ist. Zum Beispiel 2003 durch die Invasion in den Irak oder 1999 durch den Krieg der NATO-Staaten in Jugoslawien. Das ist Sie wissen, dass Boutros Ghali nicht wieder gewählt worden ist wegen seiner Haltung gegenüber dem NATO-Einsatz 1999 in Jugoslawien und dass das eben Beweise sind, dass man dieses Monopol, was bisher nicht geändert worden ist und auch nicht geändert werden darf, dass man dieses Monopol der UNO zu entscheiden, wie vorzugehen ist, eben anzweifelt. Schwierige Diskussion ist entstanden, auch deshalb, weil im Laufe der Jahre, besonders in der Zeit nach 1960, als immer mehr Länder unabhängig wurden und die Zahl der neuen Staaten immer mehr anstieg. Jetzt gibt es auf dieser Welt, die Sie da sehen, da gibt es eben der neueste Staat, wissen Sie, ist im letzten Juli entstanden, ist Südsudan, der sich abgespalten hat von dem Sudan. Das ging alles sehr schnell. In meinem Artikel sage ich, da ging es in kürzester Zeit, wurde der Südsudan in die UNO aufgenommen und Palästina wartet immer noch seit vielen Jahrzehnten darauf, als Staat aufgenommen zu werden. Das war das eine, dass sich neue Staaten gebildet haben. Das hat eine Auswirkung auf diesen Begriff, ich werde es erklären, Schutzverantwortung, Frage Souveränität oder eine Neudefinition der Souveränität, darüber sprechen wir. Aber dann geschah noch etwas. In diesen vielen neuen Staaten, die Grenzen hatten, die mit den Ethnien gar nicht übereinstimmten. Wenn Sie mal eine Karte nehmen würden von Afrika und sich anschauen, wie heute die politische Grenzverlauf ist dieser Staaten und dann drüberlegen eine ethnische Karte, dann werden Sie sehen, da ist überhaupt keine Kongruenz. Es sind zwei verschiedene Gebilde, die da auftreten. Und das hat natürlich Folgen gehabt, weil sich immer mehr nichtstaatliche Gruppen gebildet haben, die anderes wollten als die Regierungen in den Hauptstädten dieser meist neuen Mitgliedstaaten der UNO. Und da entstand etwas, was man nicht so ganz erwartet hatte. Es wurde plötzlich deutlich in der Diskussion um dieses Schutzverantwortungskonzept, dass immer mehr Staaten, und es waren nicht nur kleine oder neue, sondern es waren auch alte, die plötzlich eine Furcht hatten, Regierungen, die eine Furcht hatten vor der Möglichkeit der Intervention in ihren Gebieten, mit den natürlichen Folgen für die eigene innerstaatliche Situation, für ihre Zukunft, für die Zukunft der Regierungen. Und deswegen
ist diese Neuformulierung des Konzepts der Schutzverantwortung ist sehr, sehr schwierig und langwidrig geworden. Und da gibt es viele Beispiele. Ich will Ihnen ein paar nennen, die zeigen, dass es nicht nur um neue Länder in Afrika oder Lateinamerika oder Asien geht. Es ging hier, China zum Beispiel, hat eine große Furcht von der Ausbreitung dieser Diskussion heute und schon vor vielen Jahren. Warum? Nicht nur wegen Tibet. Es gibt ja viele andere große ethnische Gruppen, auch muslimische zum Beispiel in Westchina, in Xinjiang, in der Provinz Xinjiang, wo man eben meinte, wenn man da zu liberal vorgeht in der Definition der Schutzverantwortung von draußen, dass das eben große Folgen haben könnte für ein Land wie China oder Russland. Da sind die Schlagworte ist Tschetschenien oder Spanien, das Baskenland oder Myanmar, wo die Kachin und die Shin, die Shan-Staaten eben Autonomiebestrebungen haben. Oder in der Türkei, ja, die unleidige Diskussion um die Autonomie der Kurden. Auch im Irak könnte man Ähnliches sagen. Thailand, der muslimanische Süden, der Süden des Sudans, der sich inzwischen abgespalten hat. Quebec in Kanada. Also es gibt haufenweise Länder, die eben sich nicht leicht einer solchen Neudefinition dieses Konzepts Schutzverantwortung eingeben. Und dann kommt etwas dazu, und ich weiß, dass in dieser Präsentation natürlich die Darstellung der Komplexität ein bisschen leidet, aber die Zeit ist nicht da. Aber ich muss als großen Faktor über die Entwicklung dieses Konzeptes, wäre es falsch, wenn ich nicht, was ich Ihnen jetzt sage, gucken Sie mir an, was sagt er jetzt, der sogenannte PNAC-Faktor. PNAC, P-N-A-C, Project for the New American Century. Dieses neokonservative Gebilde, das in den 90er Jahren sehr stark entwickelt wurde, hat dazu geführt, dass diese Diskussion, internationale Diskussion über was ist Schutzverantwortung und wer hat sie und wann, ist natürlich noch schwieriger geworden, weil die Amerikaner eine große Argwohn entwickelt haben gegenüber diesen innerstaatlichen Entwicklungen in einzelnen Ländern, gegenüber der Tatsache, dass der politische Einfluss von China und Russland immer stärker geworden ist und immer stärker wird, die Existenz, die Entwicklung der neuen Nuklearmächte und damit, und das ist, glaube ich, wichtig, der amerikanische Unilateralismus plötzlich in Gefahr geriet. Man war nicht mehr so leicht bereit wie vor vielen Jahren, diesen hinzunehmen. Und was ich aber auch betonen möchte, ist, dass das nicht etwas ist, was nur zusammenhängt mit der Republikanischen Partei, mit den neokonservativen Elementen in den USA. Ich glaube, es gibt so etwas wie, ich würde sagen, wie eine PNAC-Psyche in Amerika, die sagt, wir müssen da oben bleiben, auf allen Gebieten, so wie dieses PNAC-Dokument auch ganz transparent darstellt. Wir müssen kulturell, wirtschaftlich, militärisch natürlich, politisch, müssen wir die Führungsmacht bleiben. Und das ist lange, lange von den NATO-Mitgliedstaaten akzeptiert worden. Man hat die Vorherrschaft der USA nicht in Frage gestellt. Sie wissen vielleicht, dass es bei, jetzt nicht mehr, aber bis vor kurzem war es nicht möglich, einen NATO-Einsatz zu planen, durchzuführen, ohne dass es von Anfang an deutlich war, dass die Führung in den Händen eines amerikanischen Generals liegen würde. Also der Unilateralismus, der war plötzlich nicht, der wackelte ein bisschen. Und damit wurde diese anlaufende Diskussion über eine Erweiterung der Diskussion, Thema Schutzverantwortung, wurde immer komplizierter, weil es hat natürlich zu Reaktionen geführt.
Aber bevor es zu den Reaktionen führte, die wir heute sehen, über die ich kurz was sagen werde, muss ich erwähnen, dass am 11. September 2001, nach diesem tragischen Drama in New York, diesem kriminellen Drama in New York, das natürlich all das, was diese neokonservativen Elemente so erhofften, dass das gestärkt wurde und international auch unterstützt wurde. Es gab also eine Intensivierung dieses PNAC-Konzeptes und eine immer weiter existierende Unterstützung des Unilateralismus, nicht nur der Regierung Bush, überhaupt nicht. Es war auch im Sinne der Angst, die Angst, die in Amerika sich ausbreitete nach dem 11. September, war es auch etwas, was die amerikanische Bevölkerung durchaus mitvollzog und unterstützte, zusammen mit den westlichen NATO-Ländern, die Macht darstellten auf unserer Welt bis vor kurzem. Also das Thema R2P, Schutzverantwortung, der Auftrieb war da, die Forderung blieb auch da nach einer neuen internationalen Sicherheitsarchitektur, und man wollte Ähnliches, aber aus ganz verschiedenen Motiven heraus. Und was 1945 noch ganz deutlich das Thema war, Schutz des Staates, ich habe das schon gesagt, wurde im 21. Jahrhundert eben immer mehr Schutz der Menschen. Zumindest war das vordergründig die Argumentation. Und dann kam es, das war ein Zusammenfall, das war eine Koinzidenz, der 11. September 2001 fand statt. Kurz vorher hatte die kanadische Regierung eine Kommission zu diesem Thema R2P, Schutzverantwortung, eingerichtet, und nach dem 11. September, im Dezember desselben Jahres, dann hat die Kommission ihre zusammenfassenden Vorschläge gemacht, und die waren entscheidend für die Diskussion, die wir heute führen. Plötzlich sagte man, Souveränität ist eine staatliche Verantwortung, das hat man weiterhin gesagt, eine nationalstaatliche Verantwortung, aber eine Verantwortung mit zwei Elementen, einem externen Element und einem internen Element. Das externe Element war, hey, du Land, du musst die Souveränität deines Nachbarns und anderer Staaten musst du achten. Das war nichts Neues. Was neu war, ist die interne Verantwortung, die Länder hatten, die bedeutete, dass man die Grundrechte, dass Länder, die souverän sind, eine Pflicht haben, die Grundrechte ihrer Bürger und auch, wie die Aussage ist, die Würde aller Teile der Bevölkerung eines Landes zu achten. Das war der Anfang einer grundlegenden neuen Diskussion zu der Frage, wer hat Verantwortung für diesen Schutz, den Schutz des Landes, aber Schutz der Menschen. Und eine ganz wichtige zusammenfassende Darstellung und Behauptung, Aussage war, dass Menschenrechte, das sagt der Kommissionsbericht, Menschenrechte sind wichtiger als Souveränität, als nationale Souveränität. Und Schutzverantwortung, plötzlich wachte man auf und sagte, ach, diese Schutzverantwortung kennt keine nationalen Grenzen, geht über die Grenzen hinaus. Und plötzlich wurde diese nationale Souveränität in vieler Hinsicht zweitrangig. Und wichtiger war dieser Ansatz, den Schutz der Menschenrechte da sicherzustellen. Und das ist eine Entwicklung, die eigentlich ganz natürlich gewesen ist. Denn im Laufe der letzten 40 Jahre, wie ich Ihnen schon sagte, ist es so gewesen, dass Menschenrechte immer mehr in den Vordergrund traten. Dass heute internationale Projekte ohne diese Komponente
gar nicht mehr aufgenommen werden, durchgeführt werden. Also hier haben wir interessantes Neuland betreten und die Vereinten Nationen wurden nach diesem kanadischen Kommissionsbericht beauftragt, eben diesen Begriff weiterzuentwickeln. Das hat der Sicherheitsrat getan, das hat die Generalversammlung getan, das hat in begrenzter Weise der Internationale Gerichtshof getan und auf jeden Fall die beiden Generalsekretäre Kofi Annan und Ban Ki-moon, die sich eben sehr stark für dieses neue Schutzverantwortungskonzept eingesetzt haben. Und ich darf hier daran erinnern, dass natürlich im Hintergrund der Diskussion sehr stark man sich erinnerte an nicht nur an 1974 Genozid Kambodscha, sondern sehr stark eben, weil es auch den Generalsekretär direkt betraf, 20 Jahre später 1994 Genozid Ruanda und dann die Tragödie in Srebrenica 1999 ebenfalls, also drei große Genozidverbrechen, die stattgefunden haben. Im Hintergrund hat natürlich einen Aufwind gegeben, diese Diskussion über Verhinderung einer Wiederholung solcher Genozide, aber nicht nur das, es ging auch um ethnische Säuberungen, also die Definition bezieht sich sehr stark auf die Menschenrechte, wie ich sagte, auf Kriegsverbrechen, ethnische Säuberungen und Vorgehen gegen die Menschlichkeit. Also das waren alles Schlagworte, die bedeuteten, dass man eben jetzt bereit war, wirklich eine ganz neue Diskussion zu diesem Begriff zu führen, der 1945 so eng ausgelegt wurde. Und die ganze Entwicklung auf fast allen Gebieten internationalen Zusammenlebens, ob das die Wirtschaftskrise oder die Finanzkrise ist oder ob das die sozialen Bewegungen sind, diese Enough is Enough, Genug ist Genug Bewegung, die wir nicht nur im Mittleren Osten, sondern auch anderswo sehen, all das zeigt, dass man eben heute sehr viel sensibler ist in der ganzen Frage, wie muss man mit Ländern umgehen oder mit Regierungen umgehen, die sich da nicht so verhalten, wie das international normiert und erwartet wird. Die Diskussion aber ist in keiner Weise zu Ende. Selbst das Thema Souveränität ist noch nicht zu Ende diskutiert. Was ist das? Was beinhaltet das? Diese Diskussion läuft weiter. Was ist ein zerfallener Staat? Die Frage, ja, neue Kriege. Was ist neu an diesen Kriegen? Diese ganze Entwicklung, dass plötzlich internationale Kriege sehr viel weniger, das hat ein schwedisches Institut, hat das mal auf eine Karte aufgezeichnet, die Kurve der internationalen Konflikte geht nach unten, fast auf den Nullpunkt zu, nicht ganz natürlich, und die Zahl der Konflikte innerhalb der Staaten ist steil nach oben gegangen. Also da gibt es mehr intra- als interstaatliche Kriege, auch das beeinflusst natürlich diese Diskussion, aber es geht noch viel tiefer. Wenn wir hier in Wien diskutieren, was ist Terrorismus, und dann steigen ins Flugzeug und fliegen nach Pakistan, wo ich 10 Jahre gewohnt habe mit meiner Familie, und diskutieren das Thema dort, oder in Afghanistan, oder im Irak. Im Irak, ich habe ein bisschen, aber es gibt verschiedene Ebenen des Widerstandes. Ich habe Kontakte zu dem irakischen Widerstand. Es ist aber ein ehrbarer Widerstand. Wenn Sie mit denen sprechen, dann kriegen Sie eine totale andere Definition des Konzeptes Terrorismus. Da ist es Widerstand und oft berechtigt. Also diese Diskussion geht auch weiter. Und was eben heute absolut akzeptabel geworden ist, und das ist ein guter Fortschritt, dass man sagt, Schutzverantwortung ist nicht nur, das ist auch eben dieser Entschluss in der Kommission, ist nicht ausschließlich eine Verantwortung
der Souveränität der souveränen Länder, sondern geht darüber hinaus. Das ist akzeptabler geworden. Und die UNO hat auch gute Arbeit geleistet in dem Versuch, diesen Begriff zu operationalisieren. Es gibt also heute auf dem Papier ein Frühwarnungssystem, Warnsystem, es gibt schnellere Eingriff, Hinweise, wie man eben verhindern kann, dass ein Srebrenica oder irgendwo in einem anderen Teil der Welt sich wiederholen könnte. Das ist alles gut, aber es ist eben auf dem Papier. Und das große Problem, wie ein amerikanischer Diplomat mal gesagt hat, das ganz große Problem in internationalen Beziehungen ist heute eben das Misstrauen. Wir trauen einander nicht mehr. Und weil wir uns nicht trauen, weil wir uns untereinander nicht vertrauen und weil die Eigeninteressen weiterhin so groß sind, kommen wir eben auf diesem Gebiet nur so langsam vorwärts. Und Herr Dr. Edlinger und ich haben kurz vor dem Abend heute darüber gesprochen, dass eben wir heute im 21. Jahrhundert leben wir in einer Ära der Konfrontation. Und ich meine, ich glaube nicht, dass ich da etwas zu forsch bin, wenn ich sage, wir leben in einer Phase, einer zweiten Phase des Kalten Krieges, nur wird dieser Krieg kälter und er wird gefährlicher, weil wir heute ganz anders ausgestattet sind, als wir das im letzten Jahrhundert gewesen. Wenn ich wir sage, meine ich die Weltgemeinschaft. Und die Anzeichen dafür, die sind mir so deutlich gewesen. Ich bin auf der 48. Münchner Sicherheitskonferenz im Februar gewesen, als Beobachter. Ich durfte also meine Gosche, meinen Mund nicht aufmachen, aber ich durfte zuhören. Und wenn man da zuhört, dann kriegt man ein bisschen Angst, denn es war so konfrontativ. Wenn Sie sich angehört haben, wie Herr Panetta oder Hillary Clinton sich eingegeben haben und Herr Lavrov oder der chinesische Außenminister oder andere aus der Region, dann kann ich nur sagen, warum, und das ist nicht das die Reaktion eines Aktivisten hier, aber die Frage ist, die jeder stellen, vernünftige Mensch stellen sollte, ist, warum müssen wir eine Osterweiterung der NATO unterschreiben im Westen? Warum muss in Deutschland heute das Zentrum sein der Raketenabwehrsysteme, die in der Türkei, in Polen, in Spanien und in Rumänien im Augenblick aufgebaut werden? Warum? Wer ist der Feind? Ich hoffe, Sie reagieren so, weil Sie meiner Meinung sind, nicht weil Sie der anderen Meinung sind. Oder dass in München bekannt gegeben wurde, mehrfach bekannt gegeben wurde, dass man sich jetzt von der transatlantischen Beziehung als Priorität abwendet und hinwendet auf eine neue pazifische Politik. Dass man, und Herr Rudd, der ehemalige, gerade zurückgetretene Außenminister Australiens, der dann sagte, wir sind ein westliches Land in einer asiatischen Umgebung und wir werden da mitmachen. Dass man also versucht, wie die Amerikaner sagen, ein Equilibrium der Kräfteverhältnisse zwischen dem aufkommenden China und den Amerikanern herstellen will. Das sind Beiträge für die Konfrontation, die wir nicht brauchen. Und dann will ich noch einen Satz dazu sagen, weil ich das immer wieder diskutiert habe, auch mit dem Leiter der politischen Abteilung der deutschen NATO-Vertretung in Brüssel. Da ging es darum, warum 28 NATO-Mitglieder, die hier Energiesicherheit, Handelswegsicherheit, Cyber, also Space Security für sich fordern und die anderen 165 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, wo stehen die? Die werden nicht stillhalten, die werden nicht sagen, ach so, ja, ihr habt diese Rechte. Also wir haben im Westen es fertiggebracht, eine wirklich konfrontativ ausgerichtete Politik ins Rollen zu bringen, die Schutzverantwortung im Sinne der Diskussion der kanadischen Kommission wird sehr schwer sein.
Es gibt, ja, meine Frau ist, ich weiß, ich bin noch nicht dran. Ein bisschen brauche ich noch. Aber ich will noch nur eins noch, muss ein paar Sachen sagen. In dem Zusammenhang 28 gegen 165 kommt wieder ein Faktor in die Diskussion, der einfach nicht akzeptiert wird als entscheidende Beitrag für eine konfrontative Entwicklung. Und das ist der Doppelstandard. Der unglaubliche Doppelstandard. Könnte ich Ihnen Beispiele geben, gebe ich jetzt nicht. Ich könnte viel auch über den anderen Faktor Arm-Reich-Unterschiede, die auch ein Beitrag sind für diese Konfrontation, damit die Schwierigkeit, eine echte neue Schutzverantwortungsdefinition hier einzubringen. Und was Schutzverantwortung ist, sieht häufig so aus wie eine Schutzunverantwortung, eine Schutzverantwortungslosigkeit. Ja, wenn Sie mich so hören, können Sie vielleicht sagen, ja, dieser gute Mann, der sieht das alles, als ob nur der Westen hier schuld ist und die anderen nicht, überhaupt nicht. Aber da, wo die Macht liegt, da liegt auch die Aufmerksamkeit. Und da, wo die Macht liegt, ist auch ein Zentrum der Verfehlbarkeit. Und es ist ganz natürlich, dass man sich konzentriert in dieser Diskussion auf die Tatsache, dass die Macht eben dort ist, wo sie ist, und dass man von dieser Macht mehr erwartet. Ich will jetzt nur noch eines tun, und dann können wir vielleicht doch noch einen Moment diskutieren. Wir hatten das erste Mal in der multilateralen Realität im Februar letzten Jahres die Möglichkeit, dieses Konzept Schutzverantwortung mal anzuwenden im Sinne der UNO. Das war der Fall im Falle Libyen. Und darüber gäbe es sehr viel zu sagen. Und ich will nur ein paar Dinge andeuten, die eben ganz deutlich die Diskrepanz zwischen der Rhetorik des Erkannten und der Durchsetzung darstellen. Der Gedanke war, dass man in dieser Operation Unified Protector, Unternehmen geeinter Schützer, klingt so gut, dass man diesen R2P-Einsatz eben so durchführt, wie es in der UNO-Resolution 1973 drinsteht. Und wenn man das mal wirklich sich ohne Emotionen, ohne Ideologie anschaut, dann kommt man zu keinem anderen Resultat als folgendem. Die Resolution, da ging es um den Schutz der libyschen Bevölkerung. Das war das Ziel. Das NATO-Ziel haben Sie selber mitverfolgen können, wurde transparent nach kurzem Beginn des Einsatzes, kurz danach, wurde ganz deutlich, dass das NATO-Ziel Regimewechsel war. Das steht nicht in der UNO-Resolution. Waffenembargo für alle. Das war der Sinn der Resolution. Was die Tatsache war, ist, die Opposition bekam Waffen und die anderen durften sie nicht haben. Die Regierung, ich verteidige in keiner Weise die Regierung von Gaddafi, aber ich will Ihnen nur sagen, so hat sich es dann zum Schluss gezeigt. Keine ausländischen, no boots on the ground, keine ausländischen Soldaten auf libyschem Boden. Wir beide waren vor zweieinhalb Wochen in Doha und in Katar und ein Mann dort erzählte mir, dass er weiß, es ist nicht, was er gehört hat, sondern er weiß, dass ein ägyptischer General in Libyen tätig war. Wir wissen alle, dass amerikanische, englische, französische Geheimdienste und Sondereinheiten in Zivil in Libyen tätig waren. Einfrieren des Vermögens. Vermögens der Regierung. Die Opposition bekam Geld. Und dann die NATO-Beurteilung, und das ist wieder dieser Doppelstandard. NATO-Beurteilung war, dass das UNO-Mandat voll und ganz für die Schutzverantwortung, diese neue Auslegung dieses Konzeptes eben ein großer Erfolg gewesen ist. Der Generalsekretär der UNO hat das bestätigt. London, Washington, Brüssel waren mit ähnlichen Meinungen dabei.
Und meine Einschätzung, mein Fazit ist, dass der UNO-Sicherheitsrat sich aus der Verantwortung entlassen hat, indem er immer wieder darauf hinwies, nicht immer wieder, sondern in der Resolution sogar hinwies, dass es die Verpflichtung oder dass die Aufgabe für die Durchführung bei nationalen oder regionalen Organisationen liegen sollte, aber nicht beim UNO-Sicherheitsrat. Die 8-köpfige Beobachtergruppe, die da ihren Dienst tun sollte, die ist nie in Erscheinung getreten, die UNO, dieses Beobachterteam. Der Sonderbeobachter, den Generalsekretär Ban Ki-moon ernannte, ehemaliger jordanischer Außenminister Abdel Elah Mohammed Al-Khatib, kam viel zu spät, hat keinen Einfluss mehr gehabt. Die Unwissenheit, bewusst oder unbewusst, was die Opposition darstellte, wer ist die Opposition? Und dasselbe in Syrien heute, fast ein Parallelfall, dass man davon, die Öffentlichkeit bekam so den Eindruck, hier hat man es mit einer homogenen Gruppe zu tun. Und was sich herausstellte, ist, dass das Spektrum der Teilnehmer unter dem Oberbegriff Opposition eben aus absolut korrekten, friedensliebenden Menschen, die einen Wandel, ein Post-Gaddafi-Regime haben wollten, existierte, aber zu ihnen kamen alle möglichen anderen, die aus verschiedenen Motiven, auch Kriminellen, eben dabei waren. Also darüber kann man sehr viel sagen, ich will das nicht mehr tun, ich bin über die Zeit und ich wollte nur sagen, diese ganze Diskussion wird sehr, sehr schwerfällig weitergehen. Im Augenblick gibt es keine Chance, meiner Ansicht nach. Selbst wenn heute gesagt wird, dass der 6-Punkte-Plan von Kofi Annan von der syrischen Regierung akzeptiert worden ist, ich sehe keine Chance, dass das neue Konzept der Schutzverantwortung wieder angewandt wird. Und was im langfristig viel wichtiger ist, dass man, denn darüber geht es ja noch gar nicht, dass man einen Begriff wie dieses Konzept der internationalen Schutzverantwortung ins internationale Recht bringt. Das ist ein politisches Konzept im Augenblick, das noch nicht Teil internationalen Rechtes ist. Und ich glaube, es wird es auch nicht für eine lange Zeit. Aber ich bin Optimist. Ich hoffe, die Diskussion geht weiter im Sinne dessen, was wir doch alle wollen. Und das ist eine etwas ruhigere Welt, als wir sie im Augenblick sehen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Ja, mehr als 30, aber gut. Ja. So ist es bei der UNO eigentlich immer. Ja, ja. Leider. Ja. Wir reden immer mehr als wir. Nein, aber es wäre vor allem schade gewesen, weil du bist am Schluss ja wirklich auf den Punkt gekommen. Und ich glaube, das war auch wichtig, dass das auch so in der Klarheit Ausdruck gebracht hat. Wenn du willst, du kannst dich ruhig für die Diskussion dann schon setzen. Ja, es steht das Gesagte und auch das Nichtgesagte, sofern es zum Thema passt, zur Diskussion. Wer möchte das Eis brechen? Und dann die Frage. Ja, also ich, ganz kurz ein paar Sachen. Ich habe es sehr interessant gefunden, wie Sie entwickelt haben, vor allem dann auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die Zunahme dieser konfrontativen Politik der NATO-Staaten, der Kern USA plus EU, oder EU-15. Und auch diese Sache mit der Responsibility to Protect, was Libyen betrifft, wo Sie klar herausgearbeitet haben, dass ein politischer Wille militärisch oder auch politisch missbraucht wird, also instrumentalisiert wird, nämlich der Schutz der Bevölkerung wird instrumentalisiert zum Regimewechsel. Und in dem Zusammenhang haben Sie drei Begriffe eigentlich in Ihrem Referat sehr zentral verwendet, nämlich den des Terrorismus, den der Menschenrechte und den des Genozid. Und beim Terrorismus war es genauso, dass Sie uns erklärt haben, dass, was jeder eigentlich, ich habe das letzte Mal bei einem General der US-Armee in der Militärakademie wortwörtlich so gehört, auf die Frage, warum sie Südossetien nicht unterstützen, aber den Kosovo gegen Serbien und nicht Südossetien gegen Georgien, hat gesagt,
des einen Terroristen, des anderen Freiheitskämpfer. Also das war sozusagen salopp gesagt, was Sie gemeint haben, auch in Ihren Erfahrungen in Pakistan und im Iran. Und ich würde versuchen, den Blick schärfen zu wollen für die anderen zwei Begriffe, nämlich Menschenrechte und Genozid. Weil da ist mir vorgekommen, Sie haben diese verschiedenen Sichtweisen, diese verschiedenen Erzählungen nicht so scharf herausgearbeitet. Der Begriff des Menschenrechts, die UNO, Sie wissen ja, zwei verschiedene Menschenrechte erlassen, nämlich die politischen, bürgerlichen und die sozialen. Ja? In Ihrem Referat kamen nur die politischen vor. Wenn man die Menschenrechte auch als soziale Menschenrechte, also Recht auf Wohnen, auf Recht auf Arbeit begreift, wie sie auch in der UN so vorgesehen sind, dann würde ja die Responsibility to Protect erlauben, in jene Länder auch hineinzuwirken, wenn auch nicht militärisch, die diese Rechte nicht gewährleisten. Also zum Beispiel nach Deutschland, Österreich, Frankreich und die anderen Europäische Union Staaten. Ja. Das ist, also da würde ich glauben, dass man auch dass die Argumentation in dieser Weise interessant wäre. Und bei Völkermord ist es mir eigentlich noch mehr aufgefallen. Da habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt in letzter Zeit, weil natürlich, Sie sagen, Kambodscha war ein Völkermord, wird vielleicht sein, ich weiß nicht, ob es ausgerichtet war auf die Vernichtung der ethnischen Rasse, welcher ethnischen Rasse, weiß ich nicht. Man spricht eigentlich von der Entsiedlung der Städte, warum haben die Khmer Rouge Städte entsiedelt? Die USA waren dort, Agent Orange, das kommt gar nicht vor. Ja? Also, ich will jetzt das nicht positiv sehen, aber der Völkermord als Definition würde ja voraussetzen, dass irgendeine Ethnie, eine Rasse, eine Religion ausgerottet hätte werden müssen oder sollen von den Khmer Rouge. Ist mir jetzt nicht bekannt, welche Rasse das gewesen sein sollte, außer wie Sie halt Klassenkampf betrieben haben, urkommunistischen. Okay, das ist aber kein Völkermordbegriff, der soziale Begriff. Also das ist explizit ausgenommen, auch in der UNO-Charta, dass soziale Differenz nicht als völkermörderische Absicht gelten kann. Aber zum Beispiel auch Srebrenica 1995, übrigens nicht 1999, gibt es zwei Erzählungen. Ja, die eine ist die bosnische muslimische Erzählung, irgendwie reproduzieren, und die andere ist die serbische, die sagen, es war ein Racheakt auf Ausfälle des NASA Orić, also des Kommandanten von Srebrenica, jahrelang aus der UN-Schutzzone, die eigentlich entmilitarisiert hätte sein sollen, gegen serbische Dörfer, die niedergemacht worden sind, die serbischen Bevölkerungen erledigt worden sind, umgebracht, die Dörfer abgebrannt. Und diese Racheaktion wird jetzt sozusagen als Völkermord deklariert. Und ich gleichzeitig weiß, dass alle die Feinde der NATO in der letzten Zeit, von Saddam Hussein bis Gaddafi bis Milosevic, als Hitler tituliert worden sind in den Medien und als Völkermörder, dann glaube ich, muss man ein bisschen aufpassen, mit dem Begriff so zu hantieren, als ob er wertfrei wäre. Auch der wird instrumentalisiert. Eine ganz kleine Frage habe ich noch, nachdem ich jetzt ein kleines Korrektur gehabt habe, Entschuldigung. Die OSZE, also mir ist so vorgekommen, das hat jetzt mit Srebrenica nichts zu tun, aber jetzt haben wir das wieder gehört mit den Russlandwahlen, das ist ein weniger wichtiger Punkt, aber der Krieg in Jugoslawien war unter anderem ausgelöst durch den William Walker 1999, diese Geschichte im Kosovo, ein OSZE-Mensch aus den USA, der gesagt hat, da hat es einen Mord an Zivilisten gegeben, so und so, und dann kam dieses Rambouillet-Vertrag und so weiter. Will ich jetzt nicht replizieren, was da wirklich passiert ist, sondern wie schätzen Sie heute die OSZE ein, die noch vor 15, 20 Jahren oder vielleicht vor 30 Jahren ein positiver Faktor war, ist die heute quasi in den Händen der CIA oder so? Oder man fragt sich. Gut. War eine kurze Frage mit einer langen Herleitung. Konzentriere dich auf die Frage. Also zunächst vielen Dank für die Korrektur 95-99. Zweitens, ich habe beide Pakte erwähnt, aber nur kurz. Und dass die Diskussion, diese schwierige Diskussion, die eine lange Strecke zurückgelegt hat über Schutzverantwortung, dass die weitergehen muss, dass sie sich ausstrecken muss auf alle möglichen Bereiche, unter anderem auch vielleicht eine Neudefinition des Begriffs Genozid, ist sicher eine Forderung, die ich unterstützen würde. Es muss also weitergehen. Wird es weitergehen? Ich bin kein Pessimist. Ich glaube, dass, was Sie hier ansprechen, im Augenblick nicht auf der politischen Agenda ist. Aber wichtig muss sein, dass wir immer mehr unsere Regierungen auch unter Druck setzen, sich diesem Thema Doppelstandard zu widmen. So wie wir es im Augenblick machen,
dass wir viele Beispiele, eins hatte ich mir notiert in meinen Notizen zum Beispiel, dass wir, dass der Westen mit Syrien auf eine Weise vorgeht und in Bahrain auf eine ganz andere Weise. Warum? Weil da die 5. amerikanische Flotte beheimatet ist. Also, dass man da wieder ganz andere Maßstäbe an, dass wir in unserem Handwerkskasten immer zwei Ellen haben. Die eine, die wir da anlegen, wenn es uns passt, die andere, wenn es uns nicht, die legen wir zurück. Und genauso wird die UNO behandelt, wie ein Handwerkskasten. Wenn man das Handwerkszeug findet, dann benutzt man die UNO. Wenn man es nicht findet, Beispiel Invasion der Engländer und Amerikaner im Irak 2003, dann verlässt man halt die UNO. Und was ich nicht gesagt habe, weil die Zeit auch nicht da war, wann fängt es denn mal an, dass wir mit Rechenschaftsverpflichtung auch anfangen? Dass man in den Sicherheitsrat geht und eine Politik verfolgt, für die man dann verantwortlich ist. Das geschieht ja gar nicht. Und deswegen kommen alle diese merkwürdigen, inkonsistenten Entwicklungen heraus und OSZE, Ihre Frage, ich weiß zu wenig. Ich weiß nur eins, aber das ist eine ganz oberflächliche Reaktion auf Ihre Frage, ist, dass die OSZE vor ein paar Jahren noch viel mehr in Erscheinung trat. Heute ist sie gar nicht mehr so in Erscheinung. Und ich glaube auch, dass ähnlich, aber es ist nur eine Vermutung, bei der Internationalen Atomenergiebehörde ist es keine Vermutung, dass der Einfluss, besonders der amerikanische Einfluss, dort sehr stark ist, wie auch in der Internationalen Atomenergiebehörde, die ganz stark sich neu ausrichtet nach dem Weggehen von Generaldirektor El Baradei und Amano offensichtlich eine proamerikanische Haltung einnimmt, was fatal ist für eine Organisation wie die UNO. Aber mehr kann ich nicht sagen. Mhm. Ja, mein Name ist Sabina Möhring. Ich wollte auch auf München zu sprechen kommen. Ihre These, dass Sie sagten, es gab den Kalten Krieg und der Kalte Krieg des 21. Jahrhunderts sei ein Krieg für das Gelbe, also sagen wir den eiskalten Krieg des 21. Jahrhunderts, das schlägt sich nieder, ich halte jetzt keinen Co-Referat, keine Sorge, sehr wohl in der OSZE, wo man das unglaublich spürt und die ja, wie mir scheint, wenn ich den Eindruck habe, wirklich gelähmt ist, von beiden Seiten, sowohl von amerikanischer Seite als auch von russischer Seite. Das ist ich habe das Gefühl, eine permanente Pattsituation, dann auch die Abteilungen, die mit Menschenrechten zu tun haben, in ihren Budgets immer mehr verknappt werden, sodass sie eigentlich kaum noch handlungsfähig sind. Damit komme ich zu meiner Frage, gerade angesichts dieser Situation, dieses eiskalten Krieges, sagen wir mal, und zumal nach 9/11 scheint es auch so zu sein, dass die Menschenrechte und die Deklaration der Menschenrechte, die sie immer mit sich tragen, sehr an Wert verloren haben. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich einen großen Wert hatten, einen ideellen sicher, aber die Bevorzugung oder die Konzentration auf Sicherheitspolitik geht auf Kosten der Menschenrechte. Und ich habe das Gefühl, dass das durchaus im Sinne der politischen Kaste ist, sagen wir mal, und dass das ein willkommener Anlass war, diese Politik nun einzuschlagen und die Menschenrechte zu dezimieren oder zu vernachlässigen. Sagen wir nicht dezimieren, sagen wir mal vernachlässigen. Geht hin bis zur Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Das ist meine eine Frage, ob dieser Eindruck stimmt, ob das auch eine weitere Tendenz absehbar ist, der Vernachlässigung der Menschenrechte, der Minderbewertung der Menschenrechte. Meine zweite Frage ist zu Libyen und Syrien und der Schutzverantwortung und der Intervention, die in Libyen stattgefunden hat, und wir werden sehen, was in Syrien passiert. Es war klar, wer der Feind war sozusagen, es war nicht klar, wer die Opposition war. Man hat sich auch nicht damit beschäftigt und die ist eine diffuse, das sieht man ja in allen Ländern des sogenannten arabischen Frühlings, also man hätte sich ein Bild machen können, gehört zur Schutzverantwortung nicht auch dazu, für eine Übergangsregierung oder für ein Übergangssystem zu sorgen, damit das nicht von einem autoritären Staat, von einer Diktatur in ein Chaos eigentlich, in ein Verwaltungschaos endet, mit ungewissem Ausgang politischen.
Vielen Dank. Also ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Fragen, also die Sicherheitspolitik auf Kosten der Menschenrechte. Jede Regierung würde sagen, sie haben nicht recht. Und ich würde sagen, wir haben so viele Beispiele, dass sie recht haben. Wie oft haben wir in Bagdad zu hören bekommen, es tut uns leid da, dass den Menschen im Irak es nicht so gut geht durch die UNO-Politik, aber das ist Kollateralschaden, den wir im Interesse der größeren Politik akzeptieren müssen. Das wurde gesagt. Ich glaube, es gibt unglaublich, es gibt viel Geschwätz über Menschenrechte und aber ich möchte auch sagen, wenn ich mir anschaue, was die UNO-Programme versuchen, dass das, man das ernst nimmt. Aber die UNO wird nicht ernst genommen. Deswegen ist der Einfluss, der entwicklungspolitische Einfluss, der Einfluss der UNO sehr viel weniger, als er sein könnte. Aber Menschenrechte zum Schluss heißt doch auch, dass man die Menschen eben in eine Situation bringt, durch die sie sich politisch aktiver beteiligen können. Und das will man ja gar nicht in vielen. Das ist ja dieser Argwohn, dass plötzlich Länder eben zu eigenständig werden können. Und wenn Sie meinen, dass man das so leger hingenommen hat, dass es vor 15 Jahren eine G7 gegeben hat und dann gab es eine G8 und heute gibt es eine G20, dann ist das natürlich nicht so. Aber man muss es so, weil die Welt sich wirklich tektonisch verändert. Und dadurch sehe ich bestätigt, dass das, was versucht worden ist, die Menschenrechte zu stärken, eben doch einige Erfolge hat, weil es immer mehr Gruppen gibt, die sich dafür einsetzen, die darauf bestehen, dass die Menschenrechte gefördert werden, dass das internationale Recht angewandt wird, dass jedem von uns zusteht. Aber wenn man immer nur machtpolitisch vorgeht, und ich, Verzeihung, wenn ich jetzt zu lange rede, aber da kommt mir eine Sache in den Kopf, dieser Gegensatz. In meiner Zeit in Bagdad gab es zwei Besucher im Sicherheitsrat, an die ich mich gut erinnere. Das eine war Lloyd Axworthy, der kanadische Außenminister, der in die UNO kam und im Sicherheitsrat sagte, wir existieren für die positive Entwicklung der Weltgemeinschaft. Also, Menschenrechte müssen immer mehr wirklich zu Rechten für alle Menschen werden. Und dann kam Jesse Helms, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des amerikanischen Senats, Kongresses, der sagte, er zeigte mit dem Finger auf die anderen 14 in dem UNO-Sicherheitsrat, sagte, wenn ihr das tut, was wir von euch verlangen, das ist wieder Knack pur, dann werden wir euch unterstützen und stärken. Wenn ihr das nicht tut, werden wir euch schwächen. Also, Machtpolitik hat wenig Raum für Menschenrechte. Und nur gibt es heute eben eine sehr viel differenziertere, komplexere Welt, wo das nicht mehr akzeptiert wird. Vielleicht geht es in Kairo, in Ägypten mit dem Frühling daneben. Aber der soziale Wandel ist auf dem Weg und wird es weiter versuchen. Ich glaube, das ist die Chance, die die Menschenrechte haben, die im Augenblick die großen Reden der UNO, wunderbare Reden über Menschenrechte, sobald die Herren, meistens Herren, wenig Frauen, dann die Generalversammlung verlassen, sieht es ganz anders aus. Und das ist dieser Doppelstandard, der bekämpft werden muss. Und vielleicht haben dann diese Rechte eine bessere Zukunft, als sie im Augenblick haben. Libyen, Syrien, R2P. Natürlich, aber ohne Frage hat die UNO, das Mandat der UNO ist, alle Politik, die man unterstützt, weiter zu verfolgen. Aber man hat es nicht getan. Diese Aufsichtsfunktion, die der Sicherheitsrat hat, wird immer wieder, aber immer wieder verletzt.
Wenn es nicht der Fall wäre, dann müsste es doch schon lange zu einem Aufschrei gekommen sein in Bezug auf die ISAF-Politik in Afghanistan oder das, was in Libyen geschehen ist oder das, was in Syrien geschah. Man mag mit den Russen nicht einer Meinung sein, aber was Herr Lavrov in München forderte, dass es nicht nur darum geht, Bedingungen für die Regierung Assads, sondern auch für die Opposition zu identifizieren, war doch keine falsche. Und dass man die Verantwortung hat, nicht sich auf Ferien zu begeben, wenn zum Beispiel NATO-Operationen im Oktober 2011 zu Ende sind, ist doch selbstverständlich. Wieder das Thema Schlagwort Rechenschaftsverpflichtung. Niemand wird zur Rechenschaft gezogen. Meine Forderung ist heute noch, dass das, was 2003 nach 13 Jahren Sanktionen an furchtbaren von der internationalen Gemeinschaft in guter Zusammenarbeit mit Diktator Saddam Hussein durchgeführt wurde, dass das mal aufgearbeitet werden muss. Dass man mal weiß, was diese Politik gebracht hat und dass man auch die Finger auf die Personen zeigen muss, die dafür verantwortlich sind. Es geschieht nicht. Es geschieht nicht und es muss geschehen. Erst dann wird die UNO die Institution werden, die man eigentlich 1945 haben wollte. Mehr kann ich nicht sagen. Mein Name ist Torossian. Ich habe eine sehr kurze Frage. Wer übernimmt die Schutzverantwortung für die Palästinenser? Hier. Ich glaube, die Öffentlichkeit. Die passiert nicht. Ja, es passiert nichts. Natürlich passiert nichts. Wo ist der? Ich stelle diese Frage immer wieder. Abbas hat vor... Was? 4 Monaten jetzt hat er den UNO-Sicherheitsrat seine Eintrittsunterlagen übergeben und gesagt, bitte, wir wollen jetzt auch Mitglied werden. Was hören Sie? Der Südsudan ist in der kürzesten Zeit Mitglied geworden. Das heißt also, diese Verantwortung für Palästina, diese Schutzverantwortung, die will keiner übernehmen. Nur nichtstaatliche Gruppen sind aktiv, aber Regierungen sehe ich keine. Aus Angst vor Israel? Sicher ist das ein Teil, Angst weiß ich nicht. Die Deutschen haben immer noch den Komplex, der meint, dass man dem Opfer ewigen Status für alle Entscheidungen, die andere zu Opfern machen, zugestehen soll. Viele Deutsche. Ich habe Veranstaltungen gehört, wo wirklich Kenner von Palästina gesprochen, ich bin keiner. Und Personen aufgestanden haben gesagt, wir Deutsche dürfen keine Kritik an Israel üben. Das steht uns nicht zu aufgrund unserer Vergangenheit. Das ist dummes Zeug. Wir müssen aufstehen, wir müssen unsere Regierungen fordern, was viel zu selten geschieht. Wenn der deutsche Außenminister oder sogar unsere Kanzlerin nach Israel fährt, nicht einen Satz über Palästina sagt. Wenn niemand heute die Frage stellt, ja, wie ist es denn mit dem Antrag Palästinas? Oder dass man die Kommission, die sich dann auch leider schlecht benommen hat, diesen Angriff, diesen brutalen Angriff auf Gaza vom 28. Dezember 2008, untersuchte und dann kommt da gar nichts raus, dann sieht man, dass ihre Frage, dass niemand mit politischer Macht in der Lage ist, heute diese Forderung zu stellen. Darf ich bitte diesbezüglich noch etwas sagen? Also in den Zeitungen hat man gelesen, dass einer Gruppe jetzt sozusagen die Einreise nach Israel verweigert wird, die eben die Siedlungspolitik die Augen nehmen wollen. Jetzt stellt man sich vor, von Syrien verlangen diese Leute, die sich in Israel dagegen stellen, dass diese eine Gruppe, ich meine, noch ins Westjordanland fährt und einige Erhebungen durchführt, aber für Syrien verlangt man sozusagen,
dass das Regime Assad, das ich in keiner Weise jetzt loben möchte, aber dass sozusagen bestimmte Reaktionen dann von der bestehenden Regierung noch kommen gegenüber Forderungen von außen, die wirklich nicht akzeptabel sind. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Russland, also der Herr Lavrov, schon dezidiert sagt, also dass jetzt auch das Ausland seinen Approach ändern muss diesbezüglich. Nicht? Natürlich. Aber Israel wird nicht kritisiert. Nicht einmal diesen paar Leuten erlaubt man die Einreise. Also ein Kollege von mir, ein bekannter Professor in Princeton, ein Völkerrechtler, der heute der Menschenrechtsbeauftragte der UNO für leider nicht Palästina, sondern für die palästinensischen Territorien, großer Unterschied ist, hat man in Tel Aviv auf dem Flughafen verhaftet. Man hat ihn 48 Stunden in ein Gefängnis gesteckt, wo er sich nicht hinsetzen konnte, weil es so nach Urin roch. Ein 78-jähriger Mann, den hat man dann abgeschoben. Fein, das ist eine schlimme Sache. Aber wo ist die Weltreaktion? Eben, das ist es. Der noch dazu jüdischen Bekenntnis. Und er ist des jüdischen Glaubens. Das ja. Und in seinem Pass hat er mir gezeigt, steht ja drin, Entry denied. Also 10 Jahre. Das war ja, die UNESCO-Geschichte ist ja auch so ein Beispiel. Nicht? Also es wird in Wirklichkeit, die Palästinenser werden aufgenommen von einer überwiegenden Mehrheit der UNO-Mitgliedstaaten. Die Israelis sagen nicht einmal Schnuppe und die Amerikaner stellen ihre Mitgliedsbeiträge ein. Also das ist die Realverfassung. Und eben diese Geschichte mit dem Menschenrechtsrat. Und niemand, gestern hat der österreichische Außenminister eine Lobeshymne über die Ergebnisse der Tagung der Menschenrechts. Es ist nicht einmal mit einem Wort erwähnt worden, der Beschluss zur Untersuchungskommission über die besetzten Gebiete. Und es ist natürlich auch heute keinerlei von nirgendwo eine Reaktion, dass es in Wirklichkeit unglaublich ist, dass also, die Israelis sofort sagen, sie geben einer UNO-Kommission kein Einreiseerlaubnis. Also es ist in Wirklichkeit, das ist nicht Doppelstandard, das ist ja wohl schon X-Fach-Standard und niemand sagt etwas. Im Gegenteil, die Deutschen schenken ihnen wieder ein paar U-Boote. Ja. Aber in einer Situation, wo Europa in der tiefsten Wirtschaftskrise ist, kann sich Deutschland ein Geschenk von knapp 150 Millionen Euro leisten für die weitere Aufrüstung der nuklearen Erst- und Zweitschlagkapazität Israels. Das ist die Realität. Nein, ich meine, es kommen da Sachen, die Öffentlichkeit überhaupt nicht im Entferntesten weiß. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, weil ich es direkt kenne. Es gibt eine Kompensierungskommission in Genf, die Gelder bekommt. Es waren für lange Jahre 30% von allem Einkommen, Öleinkommen im Irak, wurden 30% abgezogen und an diese Kompensierungskommission nach Genf geschickt. Damit sollten Personen, Firmen und Regierungen kompensiert werden für Schäden, die sie aufgrund der Invasion Saddam Husseins in Kuwait erlitten hatten. Thema Israel. Israel hat Teile der Golan Heights okkupiert. Israel unterhält dort mehrere Kibbuzim. Diese Kibbuzim haben einen Antrag an die UNO gestellt, Kompensierungsgelder für nicht stattgefundenen Terrorismus in diesen Gebieten. Terrorismus. Nicht Terrorismus. Tourismus. Nicht stattgefundenen Tourismus in den Golan Heights zu kompensieren. Die UNO hat gezahlt. Die UNO hat gezahlt in einer Zeit, als Irak unter den wenigen Ländern wie Afghanistan oder Sierra Leone die höchste Kindersterblichkeit der Welt aufgrund der Politik des Sicherheitsrates hatte. 132 Kinder pro 1000 unter 5 starben aufgrund dieser Politik. Und in dieser Zeit zahlt man
für nicht stattgefundenen Tourismus in einem von Israel besetzten Gebiet, was nach der, der Haager Landkriegsordnung gar nicht erlaubt ist. Und wer hat, das wissen die Regierungen, sie wussten es vielleicht nicht, aber die Regierungen wussten es. Und wer hat dagegen was gesagt? Also wir wollen das nicht, das Thema beenden mit Israel-Bashing, aber das Thema Doppelstandard ist enorm wichtig, dass man das mal irgendwie auf die politische Agenda bringt und damit verknüpft auch die Frage, ist es nicht an der Zeit, dass auch Personen und Einrichtungen und Regierungen verantwortlich gemacht werden für die Politik, die sie vertreten? Bitte. Vielleicht noch zwei kurze Fragen. Mein Name ist Natascha Weise. Und was mich interessiert, ist ein bisschen die Rolle von diesen regionalen Organisationen, also sowohl territorial fokussiert als auch, es gibt ja immer neue Gruppierungen, die BRIC-Countries, wie Sie schon erwähnt haben, glaube ich, G20, G77 und so. Also es gibt ja immer neue Kräfte und die sind ja auch wichtig, wenn es um die Ideale oder die Zielsetzung der UNO und die Sicherung oder der Weltgemeinschaft geht. Ja, ich denke, die muss man auch stärker einbinden. Und es ist ja schon, auch wenn es vielleicht ein bisschen sich aus der Verantwortung ziehen vom Sicherheitsrat, ist denen gewisse von denen eine gewisse Legitimierung zu erwarten oder so. Aber die werden natürlich auch für die Durchführung immer wieder immer wichtiger, denke ich mal, vor Ort. Und ich frage mich einfach, wie man da ein gewisses Engagement auch fördern kann. Das wäre die eine Frage. Also gerade im Bereich des Sicherheitsrates und nicht nur durch Diskussionen, sondern ich weiß nicht, vielleicht eine neue Vernetzung. Und die zweite Frage bezieht sich auf andere Akteure und das sind die Unternehmen, also globale Unternehmen, gerade durch in der ganzen Debatte um die soziale Verantwortung und also Corporate Social Responsibility geht es ja auch immer mehr um Human Rights auch. Und es gibt auch mittlerweile eine Diskussion eben um, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Protection of Victims oder so, die natürlich auch von Unternehmen, also wie Menschen von Unternehmen auf der ganzen Welt eben beeinflusst werden. Und wenn man sich mal überlegt, dass in einigen Ländern eben Investitionen von großen Unternehmen oft ein Vielfaches vom Bruttosozialprodukt sein können, spielen die natürlich auch eine wichtige Rolle, gerade in Ländern, die oft eben Failed States sind. Und frag mich, wie die da reinpassen, auch in diese ganze Responsibility to Protect. Also die erste Frage, die ist relativ, das ist eine gute Frage, eine wichtige Frage, ist relativ leicht zu beantworten. Die Aufgabe der Regionalorganisationen ist definiert, auch hier. Es gibt ein Kapitel 8 der UNO-Charta, wo genau drin steht, dass der Sicherheitsrat das delegieren kann an regionale Organisationen. Die NATO zum Beispiel ist ja eine Regionalorganisation. Und leider ist es geschehen, dass eine Regionalorganisation, die sich nicht im Sinne der UNO-Charta, also im Sinne von Kapitel 8 der Charta, einbringt, sondern ganz eigenständig ihre Politik verfolgt, dass diese NATO, wenn sie wieder zurückkäme zu dem Washingtoner Abkommen von 1948, wo noch ganz deutlich gesagt wurde, die NATO ist eine Defense-Allianz, die aber im Rahmen der UNO-Charta operiert. Von dem hat sie sich lange, lange losgelöst. Also, und der Generalsekretär hat aber trotzdem für recht befunden, am 23. September 2008 ein Abkommen mit der NATO, was der russische Botschafter bei der NATO als kriminelles Abkommen, ist auch schön für die Beziehungen in der P5-Gruppe natürlich, nicht wahr, bezeichnete. Also, die NATO könnte, wenn theoretisch, könnte zu einer Regionalorganisation werden, die im Sinne dieses Kapitels vorgeht und damit eine wichtige Rolle übernehmen. Manche tun das. Westafrika gibt es Beispiele für sehr gute Zusammenarbeit für Konfliktlösung, also für Einbringen von Schutzverantwortung. Geregelt ist es, angewandt wird es viel zu wenig. Zweite Thema. Sie wissen, dass Kofi Annan sehr aktiv gewesen ist, Firmen
mit mehr Social Responsibility, Sozialverantwortungen auszurüsten, sie einfach verantwortungsvoller zu machen. Und das ist aber stagniert. Und es ist auch und eine Schwäche der ganzen Sache ist, dass diese Firmen, die da mitmachen wollen, dass die sich selber bewerten und nicht von anderen bewertet werden. Und damit fällt das Ganze natürlich sehr oft dahin, dass man das Gefühl hat, aber ich kann es nicht beweisen, aber es ist ein Gefühl, dass die Firmen dazugekommen sind, weil das eine gute Reklame ist für sie. Nicht wahr, aber nicht mehr. Sie werden nicht zur Verantwortung gezogen. Die UNO ist sowieso sehr schwach. Sehr schwach, wenn es darum geht, Mitgliedstaaten oder große, wichtige Einheiten zu kritisieren. Und ich erwarte den Tag, wo wir einen neuen Hammarskjöld haben. Es gab bisher 8 Generalsekretäre. Derjenige, der wirklich immer wieder gesagt hat, ich gehe lieber nach Schweden zurück, ehe ich die Prinzipien der UNO aufgebe. Solche gibt es heute nicht mehr. Wir sind immer schwächer geworden. Das ist nicht eine Kritik an dem Mann, von dem ich sehr viel halte, Kofi Annan. Aber die Tatsache ist, dass die Formel existiert, sie wird nur bedingt angewandt und niemand drängt danach, das zu verbessern, beziehungsweise die, die sich nicht richtig verhalten, zur Rechenschaft zu ziehen. Und die ist damals gestorben? Ja, da gibt es ein neues Buch. Das ist gerade rausgekommen von einer Frau, die heißt Susan Williams, über den Tod Hammarskjölds. Und eins ist ganz klar, das war kein Unfall. 1961 ist dieses Flugzeug ist runtergebracht worden. Ich will nicht behaupten, das tut Susan Williams auch nicht, dass das von Anfang an das Ziel war. Aber man wollte das Flugzeug zu einer Landung an einem anderen Ort zwingen, um damit die Kolonialinteressen der Belgier, der Franzosen, der Engländer und auch der Amerikaner zu unterstützen. Und es ist so spannend dargestellt, dieses Buch, und so sorgsam recherchiert, dass man wirklich dem, was man da liest, Glauben schenken kann. Also kann ich nur, ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adresse geben, schicke ich Ihnen die ISBN-Nummer. Okay. Ich glaube, das war's. Es gibt keine Wortmeldungen. Ich doch eine. Die letzte. Ich habe auch eine kurze. Ja. Okay. Ich heiße Nebojša Mladenović, bin ich also Berber und ich habe nur zwei Fragen. Ja? Was ist passiert mit den Menschenrechten in Österreich? In Österreich, ja. Ich habe nie gesagt, Amnesty International, wenn ich seit 3 Jahren auch. Aktivisten in Human Rights, okay. Das ist, da ist und, ja irgendwie nicht der richtige Adressat. Thema ist Menschenrechte und Schutz. Ja, ja. Und es gibt hier auch Schutz von Asylwerber und wer ist kompetent. Zum Beispiel. Also ich glaube, da muss ich passen und ja. Wird das Wort geben. Ja. Ist ja irgendwie nicht unbedingt das heutige Thema, dass es darüber Berichte, Debatten gibt, dass es also auch Kritik an der österreichischen Menschenrechtspolitik gibt, ist bekannt, dass das leider halt nicht Gegenstand von größeren öffentlichen Debatten ist, sondern halt, weil halt die jeweiligen Regierungsparteien hier weniger Interesse haben, hier etwas zu tun und die Opposition zum Großteil auch nicht, weil die meisten Oppositionsparteien das ja noch zu wenig ist, was die Regierung schon tut. Also insofern ist das ein Non-Thema weitgehend. Ne? Es findet sich in Berichten von Amnesty und von anderen Menschenrechtsorganisationen und es wird so behandelt wie vieles Kritische in Österreich, nämlich kaum. Ja, ich habe auch. Sie wissen das besser wahrscheinlich als ich, aber ich bin da auch kein ausgesprochener Spezialist und das ist auch heute nicht unbedingt das Thema. Aber dass natürlich
die viele westliche Staaten einfach halt sehr gern sich so in die Pose sehen. Wir sind quasi die Gerechten und bei uns ist alles wunderbar und schaut auf die anderen. Das ist einfach eine Tatsache, dass das nicht so ist. Abgesehen davon, dass ja gerade diese Gerechten ja dann dort, wo man nicht hinschaut, ja die übelsten Dinge selbst mit verursachen oder zumindest tolerieren. Also das ist halt dann wieder die Frage der Doppelmoral oder noch. Eine zweite Frage, warum es gibt zum Beispiel EU-Gesetze von Asylbewerber und Fluchtpolitik, warum das nicht akzeptiert, das habe ich gebracht. Bitte, die Frau Möhring, weißt du sicher mehr als ich. Ich habe im vergangenen Jahr ein Buch über Asylpolitik in Österreich geschrieben, deshalb erlaube ich mir einzuspringen. Ja. Bitte, danke. Ich meine, es hat keinen großen Sinn, jetzt auf die Situation in Österreich per se einzugehen. Die ist schwierig und wird auch nicht leichter. Das ist auch eine Frage der Ideologie. Das ist auch eine Frage der Wertschätzung von anderen Menschen. Ich glaube, die einzige Lösung ist anzustreben, dass es eine europäische, innerhalb der EU, ein gleiches Asylwerbegesetz gilt und Regelungen gilt. Das wäre das Einzige, was möglich wäre, um die Situation von Asylwerbern in der EU und nicht nur in Österreich allein zu verbessern, weil es eine ganz idiotische Regelung gibt durch dieses durch diese Regelung, mir fällt jetzt der Name nicht ein, dass Asylwerber dort, wo sie die Grenze überschreiten, auch um Asyl ansuchen müssen. Und nicht dort in diesen Ländern, wo sie möglicherweise Verwandte oder Freunde oder sonst etwas haben. Das ist ganz dumm, weil es weder den Ländern hilft, die sich auf diese Art und Weise vor neuen Asylwerbern schützen, noch hilft es den Asylwerbern, weil sie, wenn sie in Griechenland sind, sowieso auf der Straße sind und Griechenland sich gar nicht um Asylwerber kümmern kann. Das Thema ist so komplex, dass ich glaube, es ist nur im europäischen Rahmen zu lösen. Und da müssen eben die Länder auch mitziehen. Das Problem ist nur, dass sämtliche Innenminister das nicht wollen. Ja, so ist es. Und also, es wäre mal ein anderes Thema und ein ganz besonderes Facette, mit der ich mich ziemlich befasst habe zuletzt auch, ist dann die Außenpolitik der EU, was Migration anbelangt. Da haben wir gerade auch im Zusammenhang mit Libyen ja sehr vieles erfahren und erfahren müssen, dass in Wirklichkeit halt hier die EU nach außen hin in Wirklichkeit Morde bestellt, mehr oder minder. Ne? Die libysche Küstenwache war von Frontex ausgerüstet und ausgestattet und trainiert. Und die französischen Jets haben dann jene Küstenwachschiffe beschossen und versenkt, die vorher mit europäischen Geldern finanziert worden sind. Ne? Das ist ja eine daneben der Kollateralschäden für Europa, dass dadurch, dass Gaddafi nicht mehr da ist, plötzlich die Flüchtlingsströme wiederum angestiegen sind. Also hier hat Europa so viel Ursache zur Scham und zur Selbstkritik, es wäre viel zu wenig, zur Scham und zum Bekennen, was man alles hier getan hat und an den äußeren Grenzen noch immer tut. Dass in Wirklichkeit das, was im Inneren passiert, noch fast human ist gegenüber dem, was nach außen hin passiert. Weil hier wird jeden Tag dutzendfacher Mord von Europa bestellt und finanziert. Und man weiß das. Das ist eine andere Frage. Wir haben im Übrigen im International schon in den letzten Nummern ein paar Artikel gerade über das gehabt. Und das Problem ist nur, sie finden keine Diskussionspartner dafür in Österreich. Und in Österreich ist es inzwischen so, dass die österreichischen Innenministerinnen, tut mir leid, wenn das soll nicht sexistisch sein, aber es ist so, in Wirklichkeit stolz darauf sind, dass sie inzwischen in der EU die radikalsten sind. Und die Krone dem hat die momentane aufgesetzt, die dann irgendwie plötzlich Entwicklungshilfe mit Menschenrechtsstandards verbieten möchte. Also es ist ja sowas von pervers, zu welchen Diskussionen man hier kommt, wo man sich denkt, eigentlich sind wir im falschen Land manchmal. Ja,
Aber gut, das ist wirklich ein anderes Thema. Man kann nur sagen, hoffentlich bleibt das ein Thema und hoffentlich registrieren das mehrere Leute, aber da bin ich nicht ganz so optimistisch, weil natürlich die wirtschaftliche Krise keine Zeit ist, wo man derartige Dinge dann öffentlich diskutiert, weil es immer was Wichtigeres gibt. Gut. Danke. Herzlichen Dank fürs Kommen. Danke dir fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Danke. Thank you.